Ja, heute mein Thema, da geht es ums Liebe, Geld ausgeben wieder mal. Ihr wisst, ich spare mir gerne ein bisschen Geld und kaufe dann vielleicht zweimal. Ja, leider, kommt vor. Heute geht es um das liebe Thema Klemmen, also Klemmsysteme, Klemmschellen und so weiter. Und ihr habt das vielleicht mitbekommen. Ich habe mir die Dinger, die auch Paul Seller hat in seinem Video vorgeschlagen, habe ich mir auch geholt. Die Dinger kriegt man bei solchen Firmen wie Silverline recht günstig. Ich glaube, ich habe für zwei Stück habe ich 12 Euro gekauft plus 4,90 € Lieferung und zwei Stück habe ich für 19 Euro, ja, 19 Euro paar zerquetschte ohne Liefergebühr gekauft. Alles aus der guten Bucht raus. Die Dinger sind zwar nur, ich glaube, maximale Länge von den Teilen hatte ich gemessen 95 cm, also effektiv hier minus Dittbüschen, wenn er ganz hinten ist, hast du ungefähr 85, 80, 85 zum Klemmen. Davon habe ich vier Stück und damit lässt sich so ein dickes Brett da schon mal ganz gut realisieren. Zwei unten, zwei oben. Bisschen aufpassen, dass es sich nicht verwindet. Naja, und danach nochmal mit dem Hobel drüber. Läuft soweit. Funktioniert. Aber wenn die Platten etwas größer werden sollen, dann haben wir ein Problem. Und da hatte ich mir mal die Dinger hier gekauft. Das sind die Bessie Endlosklemmen. So werden sie geliefert. Für ein Dreiviertel Zoll Rohr. Dreiviertel Zoll Rohre kennt man. Ich sitze hier im Keller. Wenn ihr bei euch im Keller mal zur Decke guckt. Einige davon sind Dreiviertel Rohr und einige sind 0,5 1,5 Zoll. Meistens verstecken sich da entweder Kabel drin oder da sind Wasserleitungen drin. Ganz einfach. Heutzutage wird zwar mit Presstechnik aus Kupfer gemacht, aber okay, früher hat man die Dinger aneinander gesteckt und geschraubt und so weiter. Kann ja sein, dass ihr das noch im Keller habt. Die Dinger habe ich mal gekauft. Vier Stück an der Zahl und die haben, ich glaube, 32 Euro gekostet oder so. Hier aus dem Fachhandel von nebenan habe ich mein gutes Geld für die Dinger beim Fachhandel gelassen. Bleibt ja im Dorf, ne? Na, ist egal. 32 Euro das Stück ist natürlich zu den, sagen wir mal, rund 15 Euro Klemmen himmelweiter Unterschied. Dafür kann ich aber die Länge selber variieren. Und wie variiere ich die? Ich kaufe ein Rohr. Hier, Hantelstange, ne? Nein, ist keine Hantelstange. Ist ein normales Rohr. Ist dreiviertel Zoll lang. Hat auf der und auf der anderen Seite dann schon mal, ja, ein Gewinde. Und die Länge von dem Ding, ich kann das gar nicht hier so richtig in die Kamera halten. Die Länge von dem Ding ist 1,50 Meter und gefühlte 3 Kilo. Ich habe es nicht ausgemessen, aber ja, kommt hin. 3 Kilo. Locker. Jetzt sind die Dinger ganz einfach aufgebaut. Ich greife mal nach hier hinten und nehme mir mal das Teil mit der Kugel hier. Das hier. Steckt das einfach mal gerade auf die Klemme auf. Und ups, drehe hier hinten. Nur ist das Gewinde wahrscheinlich schon durch meinen unsanften Umgehen hier mit der Stange, ist das Gewinde schon angeknackst. Aber ich drehe es hier einfach rein, bis es nicht weitergeht. So, das ist die eine Seite. Damit kann ich jetzt die Klemme drücken. Und auf der anderen Seite, hier, ich stelle mich mal ab da unten, auf der anderen Seite klemme ich einfach das Ding drauf. Also die zweite Seite. Und die ist ganz einfach. Hier ist eine Feder drin, eine große, womit hier unten so ein paar Metallstücken hin und her gebogen werden. Ja, und die klemme ich jetzt mit der Plastikseite natürlich zu der anderen Klemme hin. Einfach mal hier drüber. Flupp. So. Rein geht. Kann ich schieben, ohne Probleme. Raus nicht. Dafür muss ich erst hier entlasten und dann kann ich sie verschieben. Ja. Führen wir das Ding mal zueinander. So. Die Dinger haben hier Füße. Das heißt, ich kann sie auflegen. Ich meine, wenn ich sie jetzt hier irgendwo drauf lege, ist klar, ist einfach vom Gewicht her viel zu lang, das Ding. Aber ich kann mir das halt auswählen. Das, was mich an dem ganzen System anwirkt, ist natürlich einmal die 32 Euro für die Dinger. Und für das kleine Stück Rohr hier, für das Stück Rohr
war ich drüben im Fachhandel, im Großhandel sozusagen, für Gas, Wasser, Scheiße. Und habe mir hier dieses, was ist das, ein voll verzinktes Stahlrohr, so fühlt sich auf jeden Fall an, für wieder mal 20 Euro. Das heißt, 32 und 20 sind für 1,50 Meter Klemme insgesamt irgendwas bei 52. Ja, 52 Euro für eine Klemme. Du brauchst 4, wenn nicht 8. Je mehr, desto besser, weißt du selber. Das geht ganz schön ins Geld, sowas. Da ist meine Frage, gibt es das Zeug hier nicht billiger? Natürlich, ich könnte mir aus der Bucht die Klemmen holen für 1,5 Zoll. Die haben dann keine Standfüße. Dann kann ich mir 1,5 Zoll Rohr kaufen und das wird vielleicht ein bisschen günstiger sein. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind das 14 Euro für so 1,50 Meter Rohr. Aber, ja, die Klemme liegt dann auch bei 20 Euro, ne? Für 1,5 Zoll Klemme. Und dann brauchst du auch noch für verschiedene Projekte verschieden lange. Ich meine, abschneiden. Nachher bei der großen, wenn du diese Verlängerung hier darüber hinaus ziehst, dann kannst du hier natürlich auf der anderen Seite mit einem Anpassstück und eine weitere Stange rein, dann hast du hier nur so einen Knubbel. Darum musst du vorher hier den Schlitten rausziehen. Also Schlitten raus, abmachen, ab von der Stange, oben Adapterstück, zweite Stange, den Schlitten auf die zweite Stange und schon hast du eine ganz lange Klemme. Darum heißen die Dinger Endlosklemmen. Ja, aber hey, erstmal das Gewicht bei den Dingern. Ich meine, damit kann ich trainieren, ne? Brauche ich keine Handeln mehr. Und zum Zweiten der Preis. Holzwerken scheint kein günstiges Hobby zu sein. Also nicht nur, dass Holz teuer ist, sondern auch, wenn man mit der Hand arbeiten will und ordentlich Klemmen braucht und vernünftige Klemmen braucht, weil man auch mal eine Tischplatte zusammenleimen will. In diesem Sinne, ich wünsche euch was.